Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dustin Elysian Tale. Ja, ich habe noch ein bisschen offscreen rumgeforscht bei dem Video, wie sich herausgestellt hat, war das nur ein Anzeigefehler der Karte mal wieder. In dem Gebiet hatten wir schon alles zusammen. Naja. Kann halt passieren. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal weiter. Und gucken, was wir noch so finden können. Wir haben ja noch laut Karte ein bisschen vor uns. Hier die drei Gebiete und dann noch das da oben. Dann sollten wir auch im Wald fertig sein. Und hoffentlich keine komischen verbackten Gebiete mehr, in denen alles grün wird, vorfinden. So. Das war ja sehr komisch. Deswegen geht es einfach normal weiter durch diese Blitzquallen, durch diese Fliegenden und ein paar von den Viechern etwas Frust abbauen. So. Also in dem Gebiet hier gibt es auf jeden Fall noch was und ich habe das etwas auch schon gefunden. Wieder hochkommen. So, genau. Wow. Bleibt mir weg, doch in Kettenblitzen. Ich gehe einfach weiter. So. Was habt ihr nur davon? Noch mehr Schleim. Und hier ist gar nichts. Ups. Wo geht's weiter? Ich will einfach nur weiter nach oben. Ah, hier geht's weiter nach oben. Und hier fällt ein Schleim aus dem Himmel. So, Brücke. Ach ja, und jetzt sind wir schon beinahe bei dem Dorf. Oh, den Riesen ausschalten. So. Wieder weg. Und hier müsste irgendwo was sein. Auf jeden Fall wieder mal eine Anleitung. So, weg mit euch. Au. Wir haben Fidget wieder stumm gemacht. Und da geht es einfach nur weiter hoch. Aber weiter hoch wollen wir doch gar nicht. Ups. Wir wollen erstmal das Secret hier finden. Oder gibt es hier noch auch keins mehr? Doch, hier müsste es irgendwo eins geben. Hier geht es nur wieder zurück, oder? Das Secret hier haben wir schon. Da geht es wieder zurück, okay. Fidget sagt uns aber auf jeden Fall, dass hier noch ein Schatz ist. Den lassen wir nicht so einfach liegen. Hier ist nichts, hier ist auch nichts und hier geht es nur weiter nach oben. Hä? Blind bin ich doch auch noch nicht, oder?
Oder ist das etwas, von wo wir aus von oben herankommen? Das werden wir gleich sehen. Wo habe ich so viel Schaden genommen? Wow. Nein, hier ist schon mal nichts. Wieder gegen solche Imps kämpfen. So. Weg mit euch. Also irgendwas ist hier faul. Hier müssten noch irgendwo Sachen sein. An die ich mich aber kaum erinnere, die ich aber nicht finden kann. Gucken wir noch mal hier. Hier ist nichts. Nein. Hier sind nur solche Blitzkrallen. Au. I am here to serve. Ja. Your transaction. Mit dir wollten wir eigentlich gerade nicht palabern. Wir wollten hier den Schatz noch finden. Der hier ist irgendwo versteckt ist. Hier in den Zelten ist nichts. Ein Anhängerbauplan, den wollten wir, brauchen wir auch nicht unbedingt. Außer da unten bei dem Schatz, da geht's noch weiter. Das kann sein, dass ich hier was übersehe. Nö. Hier unten ist auch nichts. Ah, Schatz gefunden. Gut, dann geht's jetzt weiter nach oben. So, kommen wir schneller nach oben. Hier ist nichts. Da oben ist zwar was. Aber das sind nur Bäume. So, ein paar von euch zerbomben. Mit Bombenfrüchten. Aber hier ist auch nirgendwo etwas. Außer ich kann hier irgendwo runter. Da hinten schwebt was, aber was passiert, wenn ich hier warte? Bringt mir alles nichts. Da hinten ist irgendwas. Aber wie komme ich da ran? Seltsam. Komisch. Hier kann ich Blitzbomben einfach so mitnehmen. Und hier was in die Luft jagen, okay. Höchstens ich komme von hier oben noch mal irgendwo rüber. Einfach mal gucken. Nö, hier komme ich einfach nur weiter.
Jetzt muss ich mal kurz gucken. Notizen. Rein ins Dunkel. Saharis Brief. Feuer und Staub. Die Klippe. Okay, das hier. Könnte die Antwort auf die Schwarzmoorberge sein, also das mit der Sanduhr. Rein ins Dunkel. Das Mädchen. Okay, das wäre wahrscheinlich hier oben. Okay, dann suchen wir das als erstes und dann versuchen wir nochmal das Rätsel da zu lösen. Aber nicht hier lang nach oben, sondern wir müssen die andere Seite nach oben. Genau, durch dieses verbrannte Gebiet hier müssen wir nach oben. Und hier müssen wir hoch. Genau. Au. Etwas runter und dann runter. Autsch. Und Abflug. Ups. Ups. Das schaffe ich auch noch. Vielleicht. So. Und hier ist noch eine Kiste. Hier ist nur eine Kiste. Aua. So. Ja, nehmen wir den schnellen Weg nach unten. Das war das Einzige, abgesehen von dem dann noch. Na, dann gehen wir nochmal dorthin zurück. Wenn wir das nämlich haben, können wir uns auch gleich vor dem Teleporter raus da wegteleportieren. Weil von da oben gibt es keine Verbindung laut Karte. Muss wirklich was mit dem Stein da im Hintergrund zu tun haben. Genau dem da. Muss ich hier eine Bombenfrucht explodieren lassen? Oder muss ich mit Fidget vielleicht irgendwas machen? Nö. Muss ich hier einfach warten? Auf jeden Fall verändert sich das Wetter hier.
Ja, ich kann mich explodieren lassen. Nein, sprengen kann ich es auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, es ist dieses Ding hier. Gibt es irgendeinen Hinweis dazu? Das Café. Das mit der Rose hatten wir schon. Das ist das Höhlenforscher-Ding. Feuer und Staub. Die Klippe. Das ist das mit dem... Irgendwas sagt mir, wir brauchen den Kristall, um das Rätsel bei den Bergen zu lösen. Aber egal, jetzt wird erstmal richtig gespeichert. Und dann gibt es wieder einen Cut. Ups. Obwohl, ich mache den Cut jetzt und gehe offscreen speichern. Also bis dann. So, meine lieben Zuschauer, ich habe das letzte Secret gefunden. Anders als ich erwartet habe, musste man mit dem Staubsturm und den Imps hier einen Super Turbo hinlegen, um hier auf zu diesem Käfig hier oben zu kommen. Ich habe jetzt mindestens 10 Versuche dafür gebraucht, deswegen lasse ich das mal aus dem Let's Play draußen und zeige euch einfach nur, was in diesem Käfig ist. Ich weiß es selber nämlich noch gar nicht. Also dann öffnen wir mal. Und... Oh, die Freundin vom Meat Boy. Das ist ja schick. Jetzt haben wir schon wieder einen Freund gerettet. Aber gut. Das war's dann jetzt erstmal wirklich für diese Folge. Die nächste Folge setze ich dann in der Schlammingenhöhle an. Also bis dann.